Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie müssen sich nicht wundern, wir sind voll besetzt. Wir haben halt nach wie vor sehr herausfordernde Zeiten und wir werden normalerweise ja noch ein bisschen umfangreicher bestuhlt und ich bin mir sicher, die werden auch umfangreicher besetzt in normalen Zeiten, weil ich weiß, dass diese Themen rund um die Gesundheit Sie schon immer sehr interessiert haben. Mein Name ist Markus Näser, ich bin Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn. In dieser Funktion darf ich Sie heute Abend sehr herzlich begrüßen. Wir hatten heute einen recht schönen Tag, ne? Also es war mal wieder Sonne, es war mal wieder ein kalter, aber ein angenehmer Tag. Und das eigentlich in etwas komischen Zeiten. Und so die letzten zwei Wochen haben mir persönlich so mein eigenes Herbstfeeling gegeben. Den ganzen Tag grau. Wenn Sie bei uns oben im 5. OG gestanden haben, haben Sie keine Weinberge mehr gesehen, das war alles nebelig. Und manchmal dachte ich mir so, das schlägt einem schon aufs Gemüt und passt ja auch irgendwie in die Jahreszeit. Und dann hoffen wir wieder, dass Frühling ist und dann ist alles vorbei. Ich glaube, einigen von uns ist es schon länger was dunkel. Und insbesondere die erste Corona-Phase, das habe ich auch bei mir gemerkt, hat schon so ein bisschen einen selbst verändert. Und gerade bei Gruppen, bei denen man eigentlich hofft, dass sie lachen, dass sie froh sind, dass sie frei sein, bei Kindern und Jugendlichen, habe ich selbst gelesen, ist das Thema deutlich und verstärkter aufgetreten. Ich glaube, dieses Thema der Entsozialisierung, das nicht mehr treffen können mit Freunden, alles was normal ist in diesem Alter, das hat, glaube ich, nicht nur einfach gefehlt. Ich habe diese Erfahrung in meinem eigenen persönlichen Umfeld und muss auch sagen, für mich als Vater lässt das auch einen manchmal ein bisschen sprachlos zurück, wenn man halt Kinder erlebt, die plötzlich irgendwie ganz anders sind als das, was man eigentlich von ihnen kennt. Aber es ist halt wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir heute darüber reden, weil der Ansatz, stell dich mal nicht so an, ist kein guter und auch definitiv sicher kein therapeutischer. Aber welche Fragen und welche Antworten wir darauf geben können, das ist Teil unseres heutigen Programms. Deswegen freue ich mich sehr, mit Herrn Dr. Klaas van Aken, den Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie vom Klinikum am Weißenhof, hier mit Sitz in Weinsberg, begrüßen zu dürfen. Er wird uns jetzt in seine Sicht der Dinge einführen und ich weiß und ich bin mir sicher, dass wir auch
ein paar Impulse und Antworten zu den Themen kriegen können, wie wir auch vielleicht damit umgehen, auch als Erwachsene, wie insbesondere Kinder diese Welt erfahren. Und ich weiß, dass anschließend Frau Weiß-Werner ihn wieder in ihrer sehr charmanten Art genau mit den Themen im positiven Sinne konfrontieren und befragen wird, dass es uns wie immer eine informative und hilfreiche Session ist, die wir hier unter der Pyramide durchführen können. Ich freue mich, dass Sie uns heute Abend hier begleiten. Das Thema wird parallel im Stream übertragen. Das ist unsere Hoffnung, dass wir natürlich dadurch auch noch viel, viel mehr Menschen erreichen können, als die, die wir heute Abend hier einlassen dürfen. Und insbesondere damit, das natürlich auch einer Generation vielleicht zu sortieren, die bei dem Thema Streaming mit Sicherheit etwas gewohnter damit umgeht, als ich persönlich das vielleicht auch noch heute tue. Herr Dr. van Aken, ich freue mich sehr über Ihren Vortrag und über die anschließende Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Neser, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie ein Interesse mitbringen für die Arbeit. Genau, vielen Dank für den Hinweis. Ich darf ja jetzt die Maske abnehmen. Das ist schon ein Vorteil an diesem Abend, ja, dass ich etwas darf, was Sie nicht dürfen. Das ist jetzt für mich angenehmer. Ich freue mich, dass Sie Interesse mitbringen für das Thema Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Und ich möchte Ihnen ein bisschen über meine Sicht der Dinge berichten als Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Weinsberg. Wir gehören übrigens nicht zum SLK-Klinikum, ne, sondern gehören im Prinzip zum Land Baden-Württemberg. Und die Kliniken vom Land sind in dieser ZFP-Gruppe, Zentren für Psychiatrie, zusammengeschlossen worden. Und auch das Klinikum in Weinsberg ist eben ein ZFP-Klinikum. Ja, man muss sagen, früher wurde in Frage gestellt, gibt es denn überhaupt Depressionen bei Kindern und Jugendlichen? Ja, und mittlerweile kann man da eine klare Antwort drauf geben, ja, es gibt depressive Erkrankungen auch bei Kindern und Jugendlichen quasi in jedem Lebensalter. Und wenn man das ein bisschen versucht zu differenzieren, dann muss man sagen, es gibt verschiedene Formen. Ja, von Depressionen. Es gibt zum einen Depressionen, die wie aus heiterem Himmel herauskommen, ja, wo es keine nachvollziehbaren Belastungen oder keine Auslösefaktoren scheinbar gibt. Ne. Es gibt aber auch depressive Phasen, Depressionen, bei denen man relativ klar ein Gefühl hat, ja, woher das kommen könnte. Vielleicht ein Tod eines vertrauten Menschen oder eine besondere Belastungssituation in der Schule. Also Depressionen als Reaktion auf bestimmte Lebensereignisse oder ein Zusammentreffen bestimmter Lebensereignisse. Und dann etwas, was wir häufig sehen bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist, dass Kinder eigentlich mit anderen Problemen primär zu uns kommen, wie zum Beispiel einem ADHS oder eigentlich Ängsten, zum Beispiel sozialen Ängsten. Und sekundär sozusagen, weil sie vielleicht wegen Ängsten sich nicht mehr in die Schule trauen, dann sekundär solche Depressionen entwickeln, weil sie irgendwie merken, ich hänge fest, ich komme nicht mehr mit meinem Leben zurecht. Ja? Und dann entwickelt sich die Depression sozusagen als Folge. So, die Frage ist, wie häufig ist das, ja, Depressionen bei Kindern? Und da gibt es eine große Studie, die in Deutschland durchgeführt worden ist, die Bella-Studie, die sozusagen den gesundheitlichen Zustand von Kindern und Jugendlichen erfasst hat. Und was man sagen kann, ist, dass die Raten ansteigen mit dem Lebensalter der Kinder und Jugendlichen. Während man mal so bei 2,1% im Vorschulalter ist, steigt das dann sozusagen auf etwa 9% der Jugendlichen, die die diagnostischen Kriterien, ja, für so eine depressive Verstimmtheit, zumindest zeitweise, ja, erfüllen. Und auch bei uns in der Klinik kann man sagen, dass so die meisten depressiven Erkrankungen die Mädchen treffen und insbesondere die Mädchen ab dem Alter der Pubertät. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich und das scheint Ihnen recht gewöhnlich. Das sind jetzt eigentlich so die Kernmerkmale allgemein, ja, von Depressionen, von depressiven Erkrankungen, gedrückte Stimmung, ja, häufige Traurigkeit,
auch so eine Labilität, dass man schnell anfängt zu weinen. Aber Depressionen zeigen sich auch auf einer anderen Ebene, nämlich auch auf der Ebene des Denkens und der Gedanken. Typisch ist, dass Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene mit Depressionen oft ja, so das Gefühl haben, das Denken ist wie blockiert, ja, es ist anstrengend oder dass sie immer wieder grübeln müssen über Sorgen und Probleme und aber dabei gar keine Lösung finden, sondern sich die Gedanken eigentlich immer nur im Kreis drehen. Und ein dritter Bereich, der oft betroffen ist bei Depressionen, das ist, dass es Veränderungen im Aktivitätsniveau gibt. Also, dass man zum Beispiel lethargischer ist, dass man sich zurückzieht, ja, dass man keine Lust mehr hat, irgendwie sich aufzuraffen, sich zu bewegen. Ja, insgesamt ein mangelnder Antrieb, das ist auch was relativ Häufiges. Ja, was gibt es sonst noch an wesentlichen Grundsymptomen von Depressionen? Interesseverlust. Ja, dass quasi betroffene Jugendliche keine Lust mehr haben, sich zu verabreden, sich mit anderen zu treffen. In der Schule merken wir Depressionen häufig auch daran, dass die Konzentrationsfähigkeit gemindert ist. Dass die Jugendlichen sagen, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, wie ich das eigentlich konnte. Vermindertes Selbstwertgefühl, weniger Selbstvertrauen, oft auch so Schuldgefühle, Gefühle von Wertlosigkeit, ganz wichtig, sind auch Schlafprobleme. Oft haben depressive Kinder und Jugendliche Einschlafstörungen, weil sie abends zum Beispiel grübeln. Verminderter Appetit ist auch ein häufiges Symptom. Bei den jüngeren Kindern körperliche Beschwerden, also beispielsweise Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, die wie so ein Symbol eigentlich für das schlechte Befinden dann vorgetragen werden. Und was bei Jugendlichen sehr häufig ist und was auch tatsächlich sehr oft zur Kontaktaufnahme führt zu uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das sind lebensmüde oder sogar suizidale Gedanken, Selbstverletzungen, ganz häufiges Thema bei Jugendlichen insbesondere, oder eben auch suizidale Handlungsversuche. Dazu sage ich jetzt noch ein bisschen etwas Genaueres, weil das tatsächlich ein ganz zentrales Thema ist, mit dem wir immer wieder konfrontiert ist. Und die Suizidalität ist, wie gesagt, ein häufiger Teilbestandteil von Depressionen im Jugendalter. Man muss da unterscheiden, wenn Jugendliche Eltern sagen, ich will nicht mehr leben, oder sich an die Schulsozialarbeiterin wenden und sagen, ich habe überlegt, mir die Pulsader aufzuschneiden. Es gibt ein Spektrum von Suizidalität, ja, was anfängt bei so passiv lebensmüden Gedanken. Also wenn Jugendliche so überlegen, Mensch, macht eigentlich mein Leben so, wie es jetzt ist, noch Sinn? Ach nee, eigentlich fände ich besser, ich wäre nicht mehr da. Das wäre so die Ebene passiv lebensmüde Gedanken. Die nächste Ebene wären aktiv suizidale Gedanken. Also ich glaube, ich will eigentlich nicht mehr leben. Ich glaube, ich bringe mich irgendwie irgendwann um. Wenn man noch eine Stufe höher kommt, dann gibt es Jugendliche, bei denen es tatsächlich konkrete suizidale Handlungsplanungen gibt. Das heißt, die überlegen sich dann, ich habe jetzt Tabletten gesammelt, ja, und die nehme ich nächste Woche Donnerstag. Ja, ich habe nächste Woche Dienstag habe ich noch Geburtstag, den will ich noch feiern. Aber nächste Woche Donnerstag plane ich, dass ich mich umbringe. Und zwar mit den Tabletten, die ich schon über einen längeren Zeitraum gesammelt habe. Und dann geht das weiter über Suizidversuche. Also Jugendliche, die tatsächlich so verzweifelt waren oder so tief in der Depression drin gesteckt haben, dass sie so etwas versucht haben, also oft Tabletten eingenommen haben, dann erstmal in der Kinderklinik quasi entgiftet werden müssen und dann oft zu uns kommen im Anschluss, damit wir sozusagen die Ursachen und die Hintergründe anschauen können und diese dahinterliegende Depression behandeln können. Ja, und ganz selten, Gott sei Dank, bei Kindern und Jugendlichen gibt es natürlich auch vollendete Suizide. Hierzu zeige ich Ihnen mal zwei interessante Grafiken. Sie sehen nämlich hier nach einer Erfassung aus dem Jahr 2009 geschätzte Suizidversuchsraten, immer Angabe des Patienten, also Eigenrapport, über verschiedene Altersspannen hinweg.
Und was Sie hier sehen ist, dass es die höchsten Suizidversuchsraten bei Jugendlichen tatsächlich gibt. Ne? Im Alter von 15 bis 19 Jahren sehen Sie, der Balken ist am höchsten. Und Sie sehen auch, dass bei den weiblichen Jugendlichen der Balken noch viel höher ist als bei den männlichen Jugendlichen. Ja, das heißt, junge Menschen, Jugendliche berichten am allerhäufigsten, dass sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen, im Gegensatz zu den Erwachsenen. Jetzt kommt die erleichternde Botschaft. Wenn man sich nämlich anguckt, ja, wie sind tatsächlich die Suizidraten? Also wer bringt sich denn tatsächlich letztendlich um? Dann sieht man, ja, dass die Verteilung andersrum ist und umgekehrt ist und dass wir Gott sei Dank bei den jungen Menschen, ja, das sind die ersten zwei Balken, das ist die Jugendzeit, dass wir hier nur tatsächlich wenig echte vollendete Suizide haben, während mit zunehmendem Alter gerade jetzt die Hochbetagten, wenn sie versuchen, sich umzubringen, dann tatsächlich das auch vollenden oftmals. Das bedeutet, wenn man das zusammenfasst, drücken Jugendliche ihre Not, ja, oft über Suizidalität, suizidale Gedanken, auch über suizidale Handlungsversuche aus. Glücklicherweise kommt es nur recht selten tatsächlich dazu, dass so ein Suizidversuch gelingt. Ja, was kann man grundsätzlich sagen? Damit sind wir auch immer wieder konfrontiert, dass Lehrer anrufen, dass Eltern anrufen, fragen, Mensch, wie können wir denn mit der Situation umgehen? Die Tochter hat vielleicht Suizidgedanken geäußert. Ne? Manchmal werden uns 6-jährige Kinder vorgestellt, ja, wird gesagt, Mensch, der will sich umbringen. Ja? Also da gibt es viele Unsicherheiten. Und was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass so echte Suizidversuche eigentlich erst so ungefähr ab dem 7. Lebensalter überhaupt realistisch sind, weil vorher haben Kinder eigentlich noch kein ausreichend reifes Konzept, was es heißt, nicht mehr leben zu wollen. Ja, die verstehen das mit 5, 6 Jahren noch nicht, dass wenn sie irgendwas tun oder runterspringen oder so, dass sie dann gar nicht mehr da sind. Ja, das fängt etwa so erst beim 7. Lebensjahr an, dass überhaupt ein Suizidalitätskonzept entsteht. Und wichtig ist, dass so die gewählte Suizidmethode nicht ausschlaggebend ist hinsichtlich der Ernsthaftigkeit, ja, und dass die Definition, was ist jetzt tatsächlich ein Suizidversuch gewesen, immer durch den Patienten erfolgt. Also wir haben oft Jugendliche, die sagen, mir ging es ganz schlecht, ich wollte mich umbringen und deshalb habe ich 3 Tabletten Paracetamol genommen. Ja, Sie schmunzeln vielleicht, ne? Aber es ist wichtig, ja, dass ich so ein Mädchen oder so einen Jugendlichen, der das berichtet, ernst nehme und dass ich nicht sozusagen das abtue und sage, ach was, Mensch, mit 3 Tabletten Paracetamol, ja, da kannst du ja gar nichts antun, stell dich mal nicht so an, ja, sondern dass ich das als Signal sehe und als Symbol sehe, ja, dass es diesem Jugendlichen nicht gut gegangen ist und dass es irgendwo ein Problem gibt, dass der feststeckt. Und da ist es egal, ob es 3 oder 30 Tabletten Paracetamol waren. Ja. Wir gucken uns ein bisschen an, welche Situationen sind denn besonders gefährlich, ja? Und da muss man sagen, Situationen mit geringer Entdeckungswahrscheinlichkeit. Also wenn wir Jugendliche haben, die beispielsweise sich im Zimmer einschließen, wenn die Eltern schon im Bett liegen und dann Tabletten schlucken in suizidaler Absicht, die Zimmertür abschließen, ja? Und niemanden mehr verständigen. Keine Nachricht mehr abschicken, keinen Kontakt mehr zu den Eltern aufnehmen. Das ist eine sehr, sehr ernsthafte Situation. Oder auch, wenn Suizidversuche über längere Zeit geplant werden. Wir hatten mal einen Jugendlichen, der hatte auch eine schwere Depression, der hat über ein Dreivierteljahr einen Abreißkalender geführt, hat also einen Tag festgelegt, an dem er sich umbringen wird. Und hat Tag für Tag sozusagen rückwärts gezählt, ja, und hat fein säuberlich Buch geführt, immer mit dem ganz klaren Ziel, dann wird mein Leben zu Ende sein. Das ist auch sehr ernst. Sehr ernst ist es auch, wenn eben keine Verständigung, ja, Dritter vor oder nach einem Suizidversuch stattfindet. Ja. Es gibt auch das Gegenteil.
dass, sage ich mal, eine Patientin 10 Tabletten einnimmt und eine halbe Minute später ihrer Freundin eine WhatsApp schreibt und sagt, du, ich habe totalen Scheiß gebaut. Ja, so, und dann ist die Freundin natürlich ganz aufgelöst und sagt, um Gottes Willen, was hast du gemacht? Ich rufe jetzt sofort einen Krankenwagen. Das ist nicht so gefährlich, ja, weil die Person sich ja noch mitteilt und irgendwie selber ja auch noch Hilfe auf den Weg bringt. Aber wenn niemand verständigt wird, das ist immer gefährlich. Oder wenn man Jugendliche hat, das sind oft so junge Männer, 17, 18, die eher introvertiert sind und die so bilanzieren und für sich feststellen, also Schule läuft nicht, Freundschaften läuft auch nicht gut, Freundin habe ich auch nicht, mit den Eltern habe ich nur Stress. Ja? Und wenn man dann in so eine Bilanzierung reinkommt, dann ist es auch oft eine ernsthafte Situation. Oder, Stichwort Werther-Effekt, ja, wenn es sozusagen Suizide im Bekanntenkreis gibt oder im Freundeskreis, dann besteht bekanntermaßen auch ein erhöhtes Risiko, ja, dass Jugendliche erst auf die Idee kommen oder sozusagen mit einer besonderen Ernsthaftigkeit quasi sagen, ja, und jetzt will ich das auch, jetzt mache ich das auch. Da springe ich mal weiter, und was Sie vielleicht mitnehmen können zum Thema Suizidalität, ist eben, dass wenn Jugendliche lebensmüde Äußerungen tätigen, dass das immer ein Indiz dafür ist, dass irgendwo ein Problem vorliegt. Ja? Hier wichtig nochmal die Anmerkung, Suizidalität alleine rechtfertigt nicht die Diagnose einer Depression. Denn stellen Sie sich vor, ja, wenn jetzt vielleicht eine Jugendliche akut vom Freund verlassen wurde, ja, und so noch geschockt ist und sagt, boah, also jetzt hat er mich verlassen und jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr, ja, und jetzt bringe ich mich um, dann kann das auch eine akute Belastungsreaktion sein, ohne dass das jetzt eine echte Erkrankung sein muss. Ja? Und vielleicht war das Leben vor 3 Tagen eigentlich noch scheinbar in Ordnung. Und es ist sozusagen nur diese akute Krise, ja, durch das Schlussmachen des Freundes, die dann Suizidalität auslöst. Also Suizidalität ist häufig mit Depressionen verknüpft, aber nicht sozusagen zwangsläufig. Bei so lebensmüden und suizidalen Aussagen ist die Gefährdung sehr unterschiedlich, und wir empfehlen immer, dass die Eltern auf jeden Fall Bescheid wissen müssen, wenn lebensmüde Gedanken oder suizidale Gedanken im Spiel sind. Das betrifft vor allem die Schulen, Schulsozialarbeiter, wenn denen so etwas berichtet wird, und wir empfehlen dann auch eine ärztliche Abklärung. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Depressionen zum einen, ja, wie so ohne äußere Auslöser entstehen können, ja, das sind eher Depressionen, früher hat man gesagt endogene Depressionen, ja, das sind eher Depressionen, die so biologisch veranlagt, ja, sind, und oft sind da in der Familie auch andere Personen betroffen, die schon depressive Phasen hatten, und im Gegensatz zu diesen endogenen Depressionen gibt es eben diese reaktiven Depressionsformen, bei denen bestimmte Belastungsfaktoren, Auslösefaktoren eine größere Rolle spielen. Und welche sind das jetzt bei Kindern und Jugendlichen? Das sind zum Beispiel solche psychosozialen Belastungsfaktoren wie Trennung von Eltern, ja, also die Depressionsraten bei Kindern, wo sich die Eltern getrennt haben, frisch getrennt sind, wo vielleicht auch Spannungen existieren, sind aus klinischer Sicht deutlich erhöht. Massive Konflikte in der Familie können ein maßgeblicher Auslöser sein, oder eben auch Konflikte unter Gleichaltrigen. Bei den Jugendlichen ist es tatsächlich so, dass soziale Ausgrenzung im gleichaltrigen Umfeld oder auch eben in Form von Mobbing, also aktives geärgert werden und gehänselt werden, ganz häufige Belastungsfaktoren sind, die in so eine depressive Entwicklung reinführen können. Oft werde ich gefragt, ja, was gibt es denn für schulbezogene Auslöser für so Depressionen, ja, außer den sozialen Faktoren? Und da kann man sagen, also eine chronische Überforderung in der Schule spiegelt ja demjenigen, du kriegst es nicht hin, du bist schlecht, ja, du bist vielleicht schlechter als die anderen, und das kann auch ein Faktor sein,
der in solche depressiven Entwicklungen reinführt oder auch wenn Jugendliche unterfordert sind für einen längeren Zeitraum. Bei den kleinen Kindern weiß man, dass wenn die sozusagen über lange Zeit wenig Anregung bekommen von außen, wenig Beschäftigungsangebote, wenig aktiviert sind, dass sie aufgrund dieser Vernachlässigung, dieser Deprivation ein erhöhtes Risiko haben, depressiv zu werden. Und großes Thema, Sie hatten es auch in der Ansprache vorhin genannt, natürlich so ein Wegfall sozialer Kontakte und ein Herunterfahren des sozialen Lebens hat eindeutig Auswirkungen auf die Psyche der Jugendlichen. Sie müssen sich immer vorstellen, Erwachsene haben Routinen in ihrem Leben aufgebaut. Die machen seit 40, 45, 50 Jahren, wissen die, wie das Leben funktioniert. Die haben ein stabiles Selbstkonzept. Für Erwachsene ist es nicht so schwierig, wenn man 45 Jahre schon irgendwie gemeistert hat, für ein Jahr in der Corona-Zeit auf soziale Kontakte zu verzichten, für die meisten Erwachsenen. Wenn ich aber 13 bin oder 14 bin, habe ich noch kein funktionierendes Selbstkonzept. Ich bin noch auf der Suche, wer bin ich, wie will ich sein, ich will mich ausprobieren, ich brauche soziale Kontakte, damit ich mich spüren kann. Und wenn bei einer 13-, 14-, 15-Jährigen das über einen solchen Zeitraum wegfällt, dann sind die Auswirkungen im emotionalen Befinden messbar und das können wir auch mit allen Statistiken unserer Behandlungen letztendlich belegen, dass die Depressionsraten aufgrund der Restriktionen in dieser Lockdown-Zeit deutlich angestiegen sind. Ja, da gehe ich mal drüber hinweg und erzähle Ihnen noch mal kurz ein bisschen was über unterschiedliche Erscheinungsbilder von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Denn Sie müssen sich vorstellen, eine Depression bei jüngeren Kindern sieht nicht so aus wie eine Depression beim Erwachsenen. Und je jünger die Kinder sind, desto unterschiedlicher sind sozusagen die Erscheinungsformen. Und wenn wir uns jetzt mal so Kinder im Kleinkindalter anschauen, dann ist es nicht so, dass die jetzt sozusagen mit trauriger Mimik, zurückgezogen, lethargisch vor uns sitzen, sondern hier kann vielmehr auch so eine Stimmungslabilität, auch so eine leichte Irritierbarkeit, vielleicht auch eher so mal aggressives Verhalten, so eine gefühlte Unzufriedenheit oder auch auffälliges Spielverhalten hinweisen darauf, dass es den Kindern emotional nicht gut geht und eine Depression vorliegen könnte. Bei den Schulkindern ist es dann so, dass so charakteristische Symptome, eine Überangepasstheit, eine Gehemmtheit im Kontakt sein können, was sehr häufig ist, das kennen sicherlich auch viele, dass eher so körperliche Probleme angegeben werden. Dass dann die Schulkinder sagen, oh, ich habe so Bauchschmerzen, ich kann jetzt wegen der Bauchschmerzen nicht in die Schule oder ich fühle mich nicht gut. Und das ist dann wie ein Symbol für depressives Befinden. Der soziale Rückzug, der ist hier schon ganz gut sichtbar. Oft eine Verschlechterung der Schulleistung, weil eben die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist. Und teilweise können auch Schulkinder schon so suizidale Gedanken entwickeln. Wir haben durchaus auf unserer Schulkinderstation in Weinsberg, wo wir so die 8- bis 13-, 14-Jährigen behandeln, auch immer wieder schon Schulkinder, die suizidale Gedanken haben oder die sogar auch versucht haben, sich schon einmal das Leben zu nehmen. Im Jugendalter nähert sich dann sozusagen die Symptomatik der des Erwachsenenalters an. Bei den Jugendlichen ist zentral, dass sie sich insuffizient fühlen, dass sie das Gefühl haben, ich kriege nichts hin, ich bin schlecht, ich bin irgendwie schlechter als die anderen. Auch hier Konzentrationsstörungen, Leistungsstörungen in der Schule. Dann, was in den Vordergrund rückt, dass die Jugendlichen sagen, ich kann mich nicht aufraffen, ich fühle mich so lustlos, energielos. Und dann haben wir das Phänomen selbstverletzendes Verhalten, was im Jugendalter relativ häufig ist. Es gibt Studien, dass etwa 35% der Jugendlichen sich mindestens einmal in ihrem Leben selbst verletzen.
Das ist oft sozusagen nur ein Probierverhalten, ja, aber es gibt doch eine ganz erhebliche Zahl an Jugendlichen, die sich regelmäßiger ritzt. Und das sind zum einen Jugendliche, die eine emotionale Instabilität haben. Das ist so ein bisschen das, was dann in dem späteren Jugendalter in Richtung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sich entwickeln kann. Aber es gibt auch einfach Jugendliche, die sich im Rahmen ihrer Depression selbst verletzen. Beispielsweise, weil sie sagen, Mensch, ich kann mich so wenig leiden, ja, ich finde mich so scheiße und ich habe so einen Selbsthass auf mich, ich habe es nicht verdient, ich bin schlecht, ich muss mir wehtun. Ja? Oder andere Jugendliche sagen auch oft, dass sie eben so starke innere Anspannungszustände verspüren, dass sie das Gefühl haben, innerlich unter Druck zu stehen, und die erleben dieses selbstverletzende Verhalten wie ein Ventil, ja, was kurzzeitig Entlastung und Linderung verschafft. Ja, und dann haben wir eben bei den Jugendlichen diesen zentralen Aspekt der suizidalen Gedanken oder der Suizidversuche. Jetzt würde ich Sie gerne ganz kurz mitnehmen, Ihnen kurz erzählen, wie diagnostiziert man eine Depression bei Kindern und Jugendlichen. Ich gehe da jetzt mal gar nicht so sehr auf den Text ein, sondern sage Ihnen, man muss immer verschiedene Bausteine letztendlich zusammenwerfen. Und bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist zum einen natürlich wichtig, dass wir mit unseren Patienten sprechen, dass wir uns auch ein Bild machen von ihnen. Wir nennen das einen psychopathologischen Befund erheben. Da gucken wir uns dann tatsächlich solche Aspekte an, wie gut kann der Jugendliche lächeln, wie gut kann der Jugendliche mitschwingen, was sagt der Jugendliche über seine eigene Stimmung, ja? Wirkt der Jugendliche betrübt, hat der Jugendliche sich selbst verletzt, hat er Suizidgedanken gehabt, hat er Grübelneigungen und all das. Dann fragen wir immer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch die Bezugspersonen, die Eltern. Ja, was ist Ihnen aufgefallen? Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Kind rückzügiger geworden ist, introvertierter geworden ist? Und was wir ergänzend machen in der Diagnosestellung von Depressionen ist, dass wir auch verschiedene Instrumente einsetzen. Ich habe Ihnen hier mal so ein Stimmungsprotokoll mitgebracht. Das setzen wir zum Beispiel dann auch auf unseren Stationen ein. Und hier haben dann die Patienten die Aufgabe, sozusagen für jeden Wochentag alle 2 Stunden ihr Stimmungslevel einzutragen, zwischen 0, ja, und 100%. Und da ergeben sich dann sozusagen entsprechende Kurven, und dann kann man so einen ganz guten Längsschnittverlauf über das stimmungsmäßige Befinden der Patienten erhalten. Ja, hier sehen Sie so ein paar Fragen, die wir gerne in dieser kinder- und jugendpsychiatrischen Untersuchung dann stellen. Bei den Jüngeren frage ich zum Beispiel, würdest du denn sagen, du bist eher ein fröhliches oder eher ein trauriges Kind? Ne? Fühlst du dich oft niedergeschlagen? Weinst du oft? Zum Thema Grübeln, kreisen deine Gedanken oft um dasselbe? Ja, tust du weniger, was dir Spaß macht? Triffst du dich zum Beispiel weniger mit Freunden? Also das sind so Aspekte, die man dann auch im persönlichen Gespräch mit dem Kind natürlich erhebt. Was machen wir noch? Wir müssen ausschließen, dass diese Depression in erster Linie auf eine körperliche Ursache zurückzuführen ist. Das wissen vielleicht einige von Ihnen, zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen können auch Depressionen hervorbringen oder bestimmte Medikamente. Eine Hochdosis Cortisontherapie kann auch mit einer Depression als Nebenwirkung einhergehen. Und deshalb ist sozusagen eine somatische, körperliche Mitbeurteilung wichtig. Und was wir standardmäßig auch machen, ist, dass wir Testpsychologie einsetzen, dass wir oft bei Problemen in der Schule beispielsweise einen Intelligenztest durchführen, um zu gucken, ist der Jugendliche auf der richtigen Schulform oder gibt es Hinweise für eine Überforderung oder eine Unterforderung? Ja, und dann gibt es eben noch so spezielle Depressionsfragebögen. Hier habe ich Ihnen dann mal einen mitgebracht, wo die Jugendlichen dann nochmal standardisiert solche entsprechenden Fragebögen ankreuzen sollen und wo sich gewisse Scores ergeben, die dann nochmal zusätzlich auf das Vorliegen einer klinisch relevanten Depression hinweisen oder nicht. Ja, was insgesamt gut ist, ist, dass mehr Bewusstsein entstanden ist, so in den letzten 10, 15 Jahren, dass es Depressionen bei Kindern und Jugendlichen gibt
und dass auch zunehmend eine bessere Versorgung und bessere Therapieangebote geschaffen worden sind. Trotzdem muss man sagen, es gibt nach wie vor eine hohe Dunkelziffer und es gibt nach wie vor viele Kinder und Jugendliche, die eigentlich eine Therapie bräuchten, ja, und die sie aber nicht erhalten, weil das Bild sozusagen nicht als krankheitswertig oder als behandlungsbedürftig eingeschätzt wird. So, jetzt komme ich zum Thema Therapie von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Was kann man also tun? Und da würde ich natürlich auch ein bisschen die Arbeit bei uns im Klinikum am Weißenhof dann in den Mittelpunkt rücken wollen. Da zeige ich Ihnen auch gleich mal einen kleinen Film über meine Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dann können Sie sich das nämlich ein bisschen besser vorstellen, wie das bei uns so zugeht, was es für verschiedene Therapieangebote gibt und wie das alles so räumlich aussieht. Grundsätzlich muss man aber sagen, wenn wir eine sehr klare Ursache haben für so eine depressive Entwicklung, beispielsweise eine nachgewiesene erhebliche schulische Überforderung, ja, da muss man an der Ursache natürlich erstmal was drehen. Das heißt, dann würden wir vielleicht erstmal empfehlen, einen Schulwechsel durchzuführen, weil, wenn man sozusagen das Problem an der Wurzel gepackt kriegt, ja, hat man eine Chance, dass es hinten raus sich irgendwie vielleicht wieder besser entwickeln kann. Ne? Oder wenn man zum Beispiel Jugendliche hat, die in so eine depressive Entwicklung reingeraten sind, weil sie sich in der Schule gemobbt und ganz isoliert fühlen, dann kann es sinnvoll sein, wenn das wirklich der Hauptfaktor ist, ja, einen runden Tisch zu machen mit Klassenlehrerin, mit Schulsozialarbeiterin und zu gucken, wie kann man jetzt helfen, dass da wieder bessere Interaktionen entstehen und dass der Jugendliche, die Jugendliche sich wieder wohler fühlt in der Schule. Oder eben bei primär familiären Belastungen kann man auch Unterstützungsmaßnahmen für die Familie implementieren, zum Beispiel über das Jugendamt. Ja, und ich sag mal, bei nicht so klar greifbarer Ursache, wo man jetzt irgendwie wüsste, da muss ich ansetzen und dann habe ich eine Hoffnung, dass sich das auflöst, muss man insgesamt ein bisschen breiter im Behandlungsansatz werden. Und grundsätzlich kann man sagen, dass oft eine Kombination aus psychotherapeutischen Maßnahmen, ja, die können ambulant stattfinden, ja, in einer ambulanten Therapie, oder in Form einer tagesklinischen Behandlung oder einer stationären Behandlung, gegebenenfalls kombiniert mit einer medikamentösen Behandlung, sinnvoll sind. Dazu gleich etwas mehr. Jetzt zeige ich Ihnen hier zwei Bilder vorweg. Das ist unser Jugendbau in Weinsberg. Sie müssen sich vorstellen, in diesem Bau sind insgesamt vier Stationen drin. Ein Akutaufnahmebereich, eine offene Jugendtherapiestation, eine zweite Jugendstation für etwas akutere Krankheitsbilder und eine Jugendsuchtstation. Dazu im Film gleich mehr. Und das ist ein Bild von unserer Schulkinderstation. Sieht so gar nicht nach Krankenhaus aus. Das ist auch gut, dass die Kinder sich da nicht wie im Krankenhaus fühlen. Da sind unsere 8- bis 13-Jährigen, 13-, 14-Jährigen untergebracht. Ja, und jetzt würde ich Ihnen ein paar Eindrücke aus der Klinik und von unseren Mitarbeitern hier einmal vermitteln wollen. Klinikum am Weißenhof. Herzlich willkommen in unserer schönen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik hier am Weißenhof. Mein Name ist Dr. von Acken, ich bin der Chefarzt am Standort Weinsberg. Ich bin der Herr Mauch, ich bin Pflegedienstleiter für den Standort Weinsberg und für die Tagesklinik zuständig. Ich bin Frau Dr. Schlüter, ich bin die Chefärztin von den Außenstellen. Das Einzugsgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie erstreckt sich über 5 Land- und einen Stadtkreis mit mehr als 1,4 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Der Hauptstandort Weinsberg wird dabei um die wohnortnahe Versorgung in Tageskliniken und Ambulanzen ergänzt. Hier am Hauptstandort in Weinsberg mit unseren 5 Stationen und der Institutsambulanz behandeln wir Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in akuten Krisensituationen. Die können 24 Stunden rund um die Uhr hier aufgenommen werden. Ansonsten haben wir auf unseren Stationen Kinder und Jugendliche mit Essstörungen, mit Depressionen,
mit Angststörungen, zum Beispiel auch mit Schulvermeidung. Wir haben eine extra Suchtstation für Jugendliche mit Substanzproblemen. Und in unserer Institutsambulanz übernehmen wir die Versorgung aller kinder- und jugendpsychiatrischen Krankheitsbilder hier für die Region. Der vollstationäre Bereich in Weinsberg umfasst insgesamt 46 Betten für die Notfall- und Regelbehandlung. Jugendliche mit psychischen Erkrankungen und erheblichen Problemen bei der Alltagsbewältigung erhalten auf unserer Jugendstation Unterstützung. JADE steht für Jugend auf drogenfreiem Erfolgskurs und bietet eine qualifizierte Entzugsbehandlung an. Der Akutbereich gliedert sich in die geschützte Kriseninterventionseinheit und den Subakutbereich. Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren werden auf der Schulkindstation behandelt. Die psychiatrische Institutsambulanz bietet Diagnostik und Behandlung für Kinder und Jugendliche mit einem komplexen Hilfebedarf an. Wir sehen uns zusammen mit Weinsberg als eine Klinik, die für die Patienten und ihre Familien das am besten geeignete Behandlungssetting findet und auch passende Übergänge dafür schaffen kann. In den 4 Außenstellen werden Kinder und Jugendliche ambulant, tagesklinisch und aufsuchend behandelt. Häufige Störungsbilder sind Depression, Ängste, ADHS und Schulvermeidung. Bei einer tagesklinischen Behandlung können Kinder ihre erlernten Veränderungen direkt in das familiäre Umfeld und in ihren Alltag übertragen. Insgesamt stehen 59 Behandlungsplätze an den Außenstandorten zur Verfügung. Das tagesklinische Angebot kann besonders in Situationen hilfreich sein, in denen eine ambulante Behandlung nicht ausreicht oder ein vollstationärer Klinikaufenthalt nicht notwendig ist. Auch nach einer vollstationären Behandlung kann eine Weiterbehandlung in der Tagesklinik zur schrittweisen Steigerung der Belastbarkeit im Alltag sinnvoll sein. Angeschlossen an die Tageskliniken ist jeweils eine psychiatrische Institutsambulanz. Die Besonderheit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die, dass im sogenannten Pflege- und Erziehungsdienst MitarbeiterInnen arbeiten, die eine pflegerische oder eine pädagogische Ausbildung haben. Ihre Aufgabe ist es, mit den Kindern und Jugendlichen den Alltag auf den Stationen zu gestalten und für ein sicheres, pädagogisch-therapeutisches Umfeld zu sorgen. Sie unterstützen unsere Patienten bei deren Problembewältigung, fördern ihre Ressourcen und ihre Selbstständigkeit und leisten eine intensive Beziehungsarbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen. In der Regel wird multimodal behandelt. Das heißt, die individuelle Therapie eines Kindes oder Jugendlichen setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Gruppenpsychotherapie, angeleitet durch ärztlich-psychologisches oder therapeutisches Fachpersonal, ist ebenso Baustein wie die Einzelpsychotherapie. Die Einbeziehung von Eltern oder Familienmitgliedern ist oft sinnvoll und wird gefördert. Zudem finden regelmäßig Eltern- und Familiengespräche statt, in denen spezifische, familienzentrierte Themen aufgegriffen werden können. Vielfältige Behandlungsstrategien kommen zum Einsatz. Ist eine medikamentöse Behandlung indiziert, wird engmaschig medizinisch überwacht. Der Therapiealltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist vielfältig und abwechslungsreich. Jede Patientin und jeder Patient erhält einen Wochenplan, auf dem alle Termine festgehalten werden. Das Milieu auf den Stationen und in den Tageskliniken ist so gestaltet, dass es eine Basis für die individuell geplanten Therapiebausteine bietet. Feste Rituale, Gruppenaktivitäten oder Reflexionsgespräche können im Rahmen der Milieutherapie stattfinden. Musiktherapie, tiergestützte Therapie, Bewegungstherapie, Ergotherapie, Bogenschießen, Heilpädagogik oder Erlebnispädagogik tragen zur Genesung der Kinder und Jugendlichen bei. Dabei gilt: Therapie ist Teamarbeit und den Kindern, Jugendlichen und Familien wird Wertschätzung entgegengebracht. Jedes schulpflichtige Kind hat Anrecht auf eine Beschulung. Aus diesem Grund gibt es am Standort in Weinsberg die Schule für Kranke. Verschiedene Berufsgruppen arbeiten in Teams zusammen. Bei den Behandlungen wirken ärztliches, psychologisches und psychotherapeutisches Fachpersonal mit. Ebenso wie Mitarbeitende der Gesundheits- und Krankenpflege, dem Erziehungsdienst, der Sozialpädagogik oder der Fachtherapie.
So, das war mal ein kleiner Einblick, wie es bei uns so aussieht in Weinsberg in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich glaube, 5 Minuten habe ich noch, oder, Frau Baas-Werner? Ja, weil dann zeige ich Ihnen noch ein paar ganz kurze Folien. Ja, wenn wir so über den Begriff Psychotherapie sprechen, ja, dann möchte ich Ihnen sagen, es gibt verschiedene psychotherapeutische Ansätze, mit denen man sozusagen mit Patienten arbeiten kann. Es gibt die sogenannte tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Also so ganz platt gesprochen, das ist so die Psychotherapieform, die auf die Vorstellung von Sigmund Freud zurückgeht, ja, eher langfristig orientiert ist. Dann gibt es die Verhaltenstherapie, das ist eher eine jüngere Therapieform, die sich aber in weiten Bereichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie etabliert hat. Wir arbeiten in der Klinik tatsächlich überwiegend verhaltenstherapeutisch. Und es gibt neue, aber durchaus bedeutsame Therapieansätze, zum Beispiel die systemische Familientherapie, wo also sozusagen auch unter Einbeziehung des Systems, bei den Kindern sind das in der Regel die Eltern und die Geschwister, behandelt wird. Und deshalb bei allen Behandlungen, die wir durchführen, sind die Eltern und oft auch die Geschwister einbezogen in den Behandlungsansatz. Ich gebe Ihnen mal so einen kleinen Einblick, wie die Verhaltenstherapie, wie kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen aussehen könnte, was da dazugehört. Es gehört zum Beispiel dazu, erstmal mit den Patienten wieder eine stabilere Tagesstruktur zu erarbeiten. Morgens aufstehen, zeitig frühstücken, sich was planen, beschäftigt sein, ja, aktiv sein. Aufbau angenehmer Tätigkeiten, das heißt, man überlegt mit den Patienten, was kannst du tun, um häufiger wieder positive Erfahrungen zu haben. Ja? Zum Beispiel Sport, es gibt Endorphinausschüttung, macht ein gutes Körpergefühl. Oder Kontaktgestaltung, wieder in Kontakt gehen mit ehemaligen Freunden, dadurch sozusagen positive Erfahrungen wieder sammeln. Genusstraining ist auch ein Stichwort der Verhaltenstherapie. Oder, wenn wir jetzt eher an solche Einzelgespräche denken, zum Beispiel die Umstrukturierung dysfunktionaler Gedanken. Ja? Also, what matters most is how you see yourself. Ja? Und depressive Patienten haben das Problem, dass sie sich selber nicht mehr realistisch wahrnehmen können. Und eine Schülerin, die zum Beispiel eine schlechte Note in einer Mathearbeit kriegt, ja, und dann denkt, das ist doch klar, dass mir das passiert, ja, nichts schaffe ich und ich bin ein schlechter Mensch. Ja, die kann man in einer kognitiven Umstrukturierung, so heißt die Technik, vielleicht in eine andere Sichtweise reinführen. Vielleicht in die Sichtweise reinführen, dass es Gegenbelege gibt, dass sie die letzten Mathearbeiten mit 2 geschrieben hat. Vielleicht in die Erkenntnis reinführen, dass die ganzen Mitschüler auch eine 4 geschrieben haben und dass es wahrscheinlich am Lehrer lag, weil die Arbeit zu schwer war. Ja? Und man kann sie vielleicht auch in die Sichtweise reinführen, dass sie wieder positivere Facetten ihrer Persönlichkeit entdecken kann. Das nennt sich kognitive Umstrukturierung. Oft werden wir auch gefragt, ja, wann behandelt man denn mit Medikamenten? Ja, bei Kindern und Jugendlichen. Was man sagen kann, ist, dass die medikamentöse Behandlung, je jünger ein Kind oder ein Jugendlicher ist, desto geringer ist die Bedeutung des medikamentösen Behandlungsansatzes. Ja, und man weiß auch, dass die Wirksamkeit von Medikamenten im Erwachsenenalter tatsächlich höher ist als im Kindes- und Jugendalter. Dennoch ist es so, dass auch wir Jugendlichen und auch manchmal Schulkindern mit ausgeprägten Depressionen auch Medikamente geben, als einen Behandlungsansatz, aber nie als ausschließlichen Behandlungsansatz, sondern es wird immer kombiniert mit einem therapeutischen Vorgehen und mit nicht-medikamentösen Therapiestrategien. Ja, und dann so als letzte Folie einfach nochmal bunt zusammengestellt, was gibt es sonst noch für Hausrezepte oder was kann man beherzigen allgemein in der Lebensführung, ja, um Depressionen vorzubeugen oder in Phasen, wo man vielleicht selber so ein bisschen in einem emotionalen Tief ist, ohne dass das jetzt die Kriterien einer Depression erfüllen muss, um sozusagen die Stimmung auch aufzuhellen. Was man weiß, viel Licht hilft, viel Sport hilft, gesunde Ernährung hilft, Schokolade auch, allerdings ist das von der Dosis her zu gering, ja, als dass das jetzt irgendwie eine medikamentöse, antidepressive Behandlung ersetzen könnte oder so etwas. Ja. Und man weiß auch, das ist immer so ein bisschen ungewöhnlich, dass kurzfristig auch Schlafentzug wirkt.
Ja, früher haben wir in den Kliniken auch tatsächlich bei so depressiven Patienten teilweise Schlafentzug gemacht in der Nacht. Und dann haben die sich, wenn die nur 4 Stunden zum Beispiel geschlafen haben, haben die sich oft besser gefühlt, stimmungsmäßig, am nächsten Tag. Aber das ist eher eine kurzfristige Therapiestrategie. Das ist sozusagen nichts langfristig Ausgerichtetes. Mein Fazit, also wichtig ist, dass man so klinisch behandlungsbedürftige Zustände und Depressionen bei Kindern und Jugendlichen erkennt. Ja? Zweite Message, Depressionen bei Kindern und Jugendlichen gibt es und sie sind häufiger als gedacht. Wir haben, gerade wenn das nicht erkannt wird und nicht behandelt wird, eine Gefahr der Chronizität, und es ist insgesamt auch so, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, im Erwachsenenalter nochmal so eine depressive Episode oder mehrere depressive Episoden zu entwickeln, wenn man in der Kindheit oder Jugend schon solche Phasen durchgemacht hat. Therapie ist abhängig vom Schweregrad. Die Frage, kann man es ambulant behandeln? Kann man es ambulant rein nicht medikamentös behandeln? Kann man es ambulant kombiniert behandeln, nicht medikamentös plus Medikation? Oder braucht man eine intensivere Behandlung, so wie Sie es im Film gesehen haben, in Form von einer Tagesklinik, ja, oder einer vollstationären Behandlung, die dann viel mehr verschiedene Elemente umfasst, wie Sie es eben hier im Video gesehen haben. Es gibt nur ein zugelassenes Medikament, ja, für Kinder und Jugendliche mit Depressionen, das ist das Fluoxetin. Ja, das wirkt auf den serotoninergen Botenstoffwechsel. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Medikamente, die man auch einsetzen kann, aber Kinder und Jugendliche sind benachteiligt, was die Zulassungsstudien angeht für Medikamente. Ja, und es gibt leider, es ist in der Kinderheilkunde ähnlich, ja, nur vergleichsweise wenig spezifisch für Kinder und Jugendliche zugelassene Medikamente. Im Erwachsenenbereich ist das sozusagen eine viel breitere Palette. Ja, und damit würde ich schließen und bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Interesse und fürs Zuhören. Wenn ich angeschaltet bin. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. van Aken für seinen Vortrag, der sehr informativ war. Aber ich habe Ihnen noch einen Gast mitgebracht heute Abend. Nicht nur hier unseren Referenten, aber die beiden kennen sich schon. Herzlich willkommen, Lea Hoffmann. Lea Hoffmann ist 20 Jahre alt. Sie kommt aus der Nähe von Heilbronn. Sie macht zurzeit eine Ausbildung bei einem Tierarzt. Sie werden dort, was genau, wie nennt man das heutzutage? Tiermedizinische Fachangestellte. Ja, wunderbar. Sie waren mal Patientin bei Dr. van Aken. Wie lange ist das her? Ungefähr 4, 5 Jahre, also als ich 15 war ungefähr. Mhm. Und Sie waren also stationär im Waisenhof untergebracht? Genau, ein halbes Jahr lang stationär auf der Jugendstation. Was für Gedanken. Frau Bass-Werner, darf ich da ganz kurz? Ja, Sie haben das Wort untergebracht nicht schön untergebracht gefunden. Untergebracht, ich glaube, das haben Sie ein bisschen extra eingestreut. Ja, ja. Ich habe Sie angeguckt. Die Lea ist die ganze Zeit natürlich freiwillig, ja, in der Klinik gewesen. Ja, und so der Begriff untergebracht ist ja immer so ein bisschen antiquiert. Natürlich gibt es Patienten, die unfreiwillig in die Klinik kommen. Aber Sie müssen sich auch vorstellen, bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind etwa 95-98% der Patienten in freiwilliger Behandlung. Das heißt, die Unterbringung ist der Ausnahmefall. Ich habe die Unterbringung, so wie wir ich im Hotel untergebracht bin, okay, gesehen. Gut. Genau so. welche Gedanken haben Sie, wenn Sie an den Waisenhof denken? Gute, gemischte? Also eigentlich hauptsächlich gute. Es gibt natürlich vom Anfang nicht so schöne Erinnerungen einfach, aber hauptsächlich einfach gute, weil es mir unfassbar viel geholfen hat und mir auch eben geholfen hat, jetzt hier zu sein, wo ich heute bin. Was war der Anlass, dass Sie gemerkt haben, mir geht's nicht gut? Das war ein sehr gravierender Anlass in Ihrem Leben. Meine Mutter ist krank geworden, also sie hat Krebs bekommen und ist dann, als ich 10 Jahre alt war,
2 Tage nach Weihnachten dann im Krankenhaus gestorben. Und was hatten Sie danach, wie ging es Ihnen da? Sie waren nur noch traurig, nur noch, es gab keine Perspektive mehr, oder wie würden Sie das beschreiben? Also ich war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt, da habe ich es noch nicht so ganz verstanden, was es jetzt bedeutet, dass sie weg ist, also dass sie auch gestorben ist. Und es war dann eigentlich eher, dass es Jahre später so richtig für mich bewusst geworden ist, so mit 14, 15 würde ich mal sagen, vielleicht auch ein bisschen früher, dass es mir einfach klar geworden ist. Und dann hat es halt angefangen, dass ich oft traurig war. Ich habe zu dem Zeitpunkt viele Hobbys gehabt, also viel Sport gemacht, viel mit Freunden und allem. Und das hat sich dann irgendwann alles ziemlich zurückgezogen. Ich habe mit eigentlich allem aufgehört, mit jeglichen Sportarten. Ich habe aufgehört, Klavier zu spielen. Ich habe meine Freunde schon noch getroffen, aber da war halt immer so eine gewisse Bedrücktheit mit dabei, die ich mir nicht so ganz erklären konnte, beziehungsweise ich bin da einfach nicht mehr so wirklich rausgekommen. Mhm. Auch wenn ich eine schöne Zeit hatte, konnte ich es nie ganz wirklich irgendwie genießen. Mhm. Wie lange war der Zeitraum zwischen dem gravierenden Vorfall, die Mama ist gestorben und Sie waren 10, mhm, und dem Zeitpunkt, wo klar war, ich muss mir helfen lassen oder ich kann nicht mehr anders, jetzt muss was passieren? Ich würde sagen, so um die 4, 5 Jahre eben. Eher so 4, als ich halt wirklich gemerkt habe, okay, es geht nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr und ich weiß nicht, wie ich das weiterhin so machen soll oder wie ich das weiter einfach so leben soll. Und wo haben Sie sich Hilfe geholt? Sind Sie zum Arzt gegangen? Haben Sie einen Freund angesprochen oder eine Freundin, eine Verwandte? Ich bin tatsächlich zu meinen Cousinen gezogen, mhm, weil die Familiensituation für mich ziemlich schwierig wurde. Dann habe ich beschlossen, nach Rheinland-Pfalz zu ziehen und habe mich dann meinen Cousinen eben anvertraut und gesagt, wie das für mich mittlerweile, also wie es für mich zu Hause war und wie ich mich auch fühle und alles. Und daraufhin hat dann meine Tante auch eben versucht, mir einen Therapieplatz zu organisieren und hat natürlich aber auch meinen Vater informiert, wie die Lage und Situation und alles ist. Und nachdem ich dann auch ein Gespräch mit der Therapeutin hatte, war dann eigentlich eher klar, dass es sinnvoller wäre, wenn ich eine stationäre Therapie einfach mache, weil es sehr, sehr viel eben gab, wo man dran arbeiten musste, was man nicht so einfach einmal in der Woche, sage ich mal, besprechen könnte, um es wieder besser zu machen. Herr van Aken, passiert das häufig, dass die jungen Leute selber sagen, jetzt werde ich aktiv und wende mich an jemanden und der hilft mir hoffentlich? Ich würde sagen, schon. Ja, also was nicht ganz so häufig ist jetzt im Alter von 15, ist, dass jetzt die Jugendlichen selbst direkt Kontakt knüpfen zur Klinik. Mhm. Oft läuft es dann doch irgendwie über ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, oft sind es die Eltern, ja, bei dir ging es über die Cousinen, ja, und dann kommt sozusagen ja, etwas in Gang und dann nimmt oft ein Erwachsener sozusagen das in die Hand und nimmt Kontakt auf zu uns. Aber es war klar in der Situation, dass du die Behandlung möchtest, ne? Und wie gesagt, es war von Anfang an auch entlastend für dich, ja, so in der Klinik sein zu können. Lea, erzählen Sie uns, wann haben Sie gemerkt, was Ihnen in der Klinik hilft? Was war am schönsten in dieser Therapie, die da angewandt wurde? Also es gibt ja mehrere Therapiemöglichkeiten einfach an sich. Ich fand es natürlich an sich erstmal schön, dass dort auch andere Jugendliche waren, mit denen man sich so austauschen konnte. Einfach, dass man das Gefühl nicht mehr hatte, okay, man ist mit der Sache allein und keiner versteht einen irgendwie, keiner hat eine Ahnung, wie es einem geht damit. Und dann natürlich so jetzt sowas wie, wir sind oft in den Kraftraum gegangen, man hat ja einen Tagesplan. Für mich war das immer, ich sag mal, was Schönes, in den Kraftraum zu gehen, so nach einer Weile, als ich dann wieder ein bisschen mehr Motivation hatte, zu sagen, man macht es. Ich habe dann auch mit dem Kickboxen dort ein bisschen angefangen. Aber auch gleichzeitig sowas wie Musiktherapie oder auch mal zum späteren Zeitraum der Therapie einfach, dass man gesagt hat, man macht mal Gruppenausflüge und geht ins Kino oder so zusammen als Gruppe, einfach so ein bisschen Normalität so. Hm. 5, 6 Monate ist eine lange Zeit. Kam es Ihnen zu lang vor oder haben Sie eher gedacht, nö, ich würde es ja noch eine Weile aushalten? Also mir kam es jetzt nicht zu lang vor, ehrlich gesagt. Es war
Ich hatte am Ende, war ich so ein bisschen natürlich schon so, okay, bin ich jetzt bereit irgendwie zu gehen, weil dann hat man sich natürlich an das Ganze gewöhnt, man kennt die Struktur, man kennt, also je nachdem die Leute natürlich, es kamen immer wieder neue Leute dazu, es sind alte gegangen, aber an sich kennt man ja dann die Struktur und hat sich schon irgendwie da eingefunden und ist ja trotzdem ein sicherer Bereich jetzt im Gegensatz zum Alltag, dem normalen. Hatten Sie da so ein bisschen Sorge, schaffe ich es außerhalb dieser Klinik, ohne die Hilfe, ohne die Mitpatienten, schaffe ich es überhaupt da wieder weiter stabil zu bleiben? Ich hatte schon Bedenken, aber ich hatte natürlich auch immer Unterstützung und mir wurde natürlich von Anfang an gesagt, ich bin da nicht auf mich jetzt plötzlich allein gestellt, sobald ich irgendwie die Klinik verlasse, dass es dann heißt, okay, jetzt musst du alles allein hinbekommen oder so. Von dem her wurde mir da eigentlich ziemlich die Angst auch genommen. Ich hatte natürlich trotzdem ab und zu meine Zweifel und auch Gedanken, ob das alles so gut laufen wird. Herr van Aken, wie ist das? Sind 5-6 Monate eine normale Zeit, vor allem für Jugendliche? Ich würde sagen, also für eine stationäre Behandlung ist es eher eine etwas längere Behandlung bei dir gewesen. Ne? So der Durchschnitt liegt so bei 3 Monaten. Ja? Und jetzt, wo wir mehr Tageskliniken auch haben, der Film hat es gezeigt, machen wir auch oft ein Modell, dass wir stationär die Depressionsbehandlung beginnen und dann sozusagen überleiten in eine tagesklinische Anschlussbehandlung, wo man sozusagen schon mit einem Fuß wieder zu Hause ist, aber tagsüber noch in der Klinik. Bei dir war die Situation halt wahnsinnig komplex, ne? Und es gab ganz viele Auslösefaktoren, es gab auch viele Klärungen, die notwendig waren, ne? Mein Eindruck ist auch, dass du damals ja auch diesen Schutz irgendwie so von der Klinik brauchtest, weil du gewisse Dinge auch irgendwie noch nachholen musstest, die du durch den Tod deiner Mutter irgendwie so nicht erhalten konntest. Und konnte es auch sein, dass es, weil es so lange gedauert hat, bis sie Hilfe wirklich erhalten hat, dass es sich so verfestigt hatte? Absolut, weil du bist eigentlich in der Zeit vorher 4 Jahre lang ging es dir eigentlich nicht gut, ohne dass du es so in dem Moment gemerkt hättest. Ne? Und es war ein unglaublicher Nachholbedarf auch da. Ja. Lea, erzählen Sie uns, wie ist das jetzt? Sie haben immer noch Kontakt zu Dr. van Aken. Wie oft sagen Sie, ach, ich möchte mal wieder zum therapeutischen Gespräch dahin? Ich glaube, alle 2-3 Monate irgendwie. Ja, jetzt momentan so in dem Bereich, alle 2-3 Monate. Genau, es war auch mal anders, dass ich, eine Zeit lang war es auch so, dass ich tatsächlich gesagt habe, okay, ich denke, das passt jetzt so für mich, ich brauche da nicht jetzt regelmäßig noch Gespräche und alles, aber dann gibt es natürlich auch trotzdem Phasen, wo es einfach so war, okay, es ist gerade wieder ein bisschen schwieriger, ich bräuchte vielleicht doch nochmal jemanden, mit dem ich mich ab und zu jetzt, den ich ab und zu jetzt öfter sehe, mit dem ich nochmal reden kann einfach. Ist auch das ein normaler Vorgang, dass so lange nachbetreut wird von Aken? Ja, also sagen wir es mal so, man ist ja am Ende der stationären Behandlung nicht gesund für alle Zeit, ne? Sondern gewisse Wunden und gewisse Anfälligkeiten bleiben natürlich. Ne? Und bei dir ist es ja auch so gewesen, dass es jetzt nochmal Herausforderungen gab, so Richtung Schulabschluss, ne? Dass der Stress sozusagen nochmal sehr groß wurde. Und also es gibt weiterhin Herausforderungen zu bewältigen, auch nach dem Ende der stationären Behandlung. Und du hast das durchgängig natürlich ambulant gemeistert. Ne? Und ja, dass wir jetzt in so größeren Abständen zusammenkommen, hat, glaube ich, einfach auch was damit zu tun, dass es dir so ein Stück weit Sicherheit irgendwie noch gibt und ich immer sage, oh, wenn du zurechtkommst, dann hören wir aber auch auf. Ja? Und dass ich dir da sozusagen so ein bisschen auch das Heft in die Hand gebe, ja? Wann du es wirklich schaffst, gefühlt ganz aus eigener Kraft. Jetzt ist sie ja schon 20 und ich habe ja irgendwann mal gelernt, die Jugendpsychiatrie endet bei 18. Jetzt überschreiten Sie da gerade die Möglichkeiten, die Sie haben, oder sagen Sie eigentlich müssten junge Menschen, die Depressionen haben, noch sehr viel länger von der Jugendpsychiatrie betreut werden? Also wir dürfen bis 21 behandeln, ja, ganz offiziell. Okay. Und das hat sich jetzt bei dir einfach so ergeben, ne? Weil das jetzt sozusagen eine lange Strecke war, ne? Der Therapie. Wir haben in Baden-Württemberg ein anderes Problem, ja? Dass wir insbesondere im stationären Bereich sehr
schlecht ausgestattet sind mit stationären Versorgungs- und Behandlungskapazitäten, ja, im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und warum gerade in Baden-Württemberg? Weil sich das sozusagen über die Zeit so entwickelt hat. Es gibt ja jetzt auch eine Taskforce, die vom Sozialminister ins Leben gerufen wurde, die sich um die Verbesserung der Behandlung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg kümmern soll. Da hoffen wir sehr, dass da was in Gang kommt. Und das führt uns dazu, dass wir sagen, ja, also wir würden ja vielleicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch 19-Jährige oder 20-Jährige mal stationär versorgen, aber wir können es nicht, weil unsere Betten nicht mehr ausreichen, um die Minderjährigen wirklich zu versorgen. Ja, und das ist manchmal schwierig und da ist die Welt aber noch in Bewegung. Also ich entnehme Ihren Worten, dass das, was Sie mal gesagt haben, nämlich dass Baden-Württemberg so eine Art Entwicklungsland ist in Ihrem Metier, dass da der Herr Lucha in diesem Punkt wenigstens einen Punkt gesetzt hat, dass es sich verbessert. Da hoffen, glaube ich, alle Chefärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Baden-Württemberg drauf, ja. Okay. Lea, wie geht es Ihnen momentan? Ist das momentan eine gute oder schwere Zeit für Sie? Vorhin in der Begrüßung wurde ja gesagt, dass viele so diesen Herbstblues haben und dass man selber dann schon manchmal sagt, ah, so dunkel und ich falle in ein Loch. Wie geht es Ihnen momentan? Also Winter ist schon persönlich für mich einfach im Zusammenhang auch mit dem Tod von meiner Mutter schwierig. Weil sie an Weihnachten genau, gestorben. Die zwei Tage nach Weihnachten eben. Ich muss auch zusätzlich jetzt einfach mit der Corona-Situation sagen, ich war in Quarantäne, weil mein Bruder eben positiv getestet wurde. Und es war ziemlich schwierig für mich und auch anstrengend, einfach die zwei Wochen nur daheim zu sitzen. Und es hat mir auch überhaupt nicht gut getan. Ich hatte auch danach einen Termin bei Herrn von Aken und habe das dann aber auch so richtig gemerkt. Also es ist mir schon noch Wochen, wenn nicht auch monatelang noch nachgegangen, dass ich eben die zwei Wochen daheim in der Quarantäne auch saß. Und auch an sich mir jetzt einfach dieses weniger Normalität und alles, man kann nicht mit Freunden sich so treffen, wie man es davor gemacht hat, ist schon eine Herausforderung trotzdem. Und würden Sie uns auch sagen, wie Ihre Umgebung darauf reagiert hat, dass Sie doch so lange Zeit in einer Klinik waren und Sie haben das ja dann vielleicht auch erzählt, ja, ich habe Depression, das ist festgestellt worden. Wie sind die damit umgegangen und hatten Sie das Gefühl, ich möchte das aber auch, kann das gar nicht so sagen, weil ich werde komisch angeguckt? Also so von meiner Familie und an sich habe ich immer Unterstützung eigentlich erhalten, auch von meinen Freunden, die haben mich auch in Weinsberg, also die konnten mich auch in Weinsberg einfach besuchen, wenn sie wollten. Und es gibt natürlich jetzt, gerade als ich die Schule oder so gewechselt habe, gab es natürlich ab und zu schon ein paar Fragen von Mitschülern einfach, die sich das auch nicht vorstellen konnten. Und man hat ja auch noch so ein bisschen aus Filmen oder so, weiß ich nicht, so Vorstellungen, wie eine Psychiatrie aussieht und alles. Und dann war das natürlich manchmal... Einer flog übers Kuckucksnest, haben wir dann alle gesehen damals. Genau, aber so an sich habe ich, also ich persönlich jetzt noch nicht eine schlechte Erfahrung gemacht, dass ich da persönlich jetzt irgendwas Negatives deswegen von jemandem gehört hätte. Warum hält sich das eigentlich so lange, dass Psychiatrien sowas Schreckliches ist? Ach, das weiß ich auch nicht. Aber da können wir sozusagen immer wieder gegen ankämpfen. Und ich höre es dann auch sozusagen teilweise von Eltern, teilweise sogar von auch ärztlichen Kollegen, die sagen, Mensch, wenn das nicht besser wird, dann musst du nach Weinsberg. Ja, und also da wird sozusagen Weinsberg als Drohkulisse manchmal für verhaltensauffällige Kinder oder für Kinder, die irgendwie nicht so funktionieren, ja, natürlich auch hochgehalten und das tradiert sich, ja, und ich sage immer, jeder, der sich das nicht mal angeguckt hat, mal einen Einblick bekommen hat oder das sogar selber erlebt hat, ja, der kann es nicht wissen, wie es ist, und die es selber erlebt haben, die wissen am besten, ja, wie es bei uns ist und wie es abläuft. Und wir danken und dass wir keine Gummizellen haben und keine Zwangsjacken. Sei noch mal gesagt an der Stelle. Wir danken Ihnen sehr, liebe Lea, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind und so freimütig erzählt haben von Ihrer Zeit und Ihrer Krankheit. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, auch in der jetzt schwierigen Zeit, Advents- und Weihnachtszeit. Und Sie haben ja immer noch jemand, an den Sie sich wenden können und der Ihnen mal aus der Patsche hilft. Ganz herzlichen Dank, liebe Lea. Dankeschön. So, Herr Doktor, dann machen Sie mal Ihren Platz sauber.
Das machen wir nicht, weil die spezielle Corona-Auflage für heute Abend. Wir wurden angewiesen, dass wir das heute hier machen, so wie Sie alle möglichen Dinge heute Abend dankenswerterweise eingehalten haben, von der Maske bis zu, dass Sie überhaupt geimpft sind, wofür ich Ihnen ganz herzlich danke. Ja, Corona wurde gerade angesprochen. Können wir das Thema mal kurz abhandeln? Was war das ganz Schlimme? Sie haben vorhin gesagt, wir Älteren, wir haben dann alle schon mal 45 Jahre hinter uns und wissen, wir werden uns auch wieder treffen und die werden auch noch da sein, wenn ich aus diesem Corona 14 Tagen und Homeoffice wieder rauskomme. Was ist das Schlimme für junge Leute und für Kinder und Jugendliche an dieser Isolation? Dass sie das, was sie brauchen, ja, um sich eben zu entwickeln, um ein stabiles Selbstbild, ein positives Selbstbild aufzubauen, dass sie das eine Zeit lang eben nicht tun konnten. Ne? Und dass dadurch viel Verunsicherung entstanden ist und dass insbesondere Kinder und Jugendliche, die vorher vielleicht schon ein bisschen unsicher oder ängstlich oder so waren oder eher introvertiert waren, ja, dass die sozusagen noch weiter runtergerutscht sind und dann tatsächlich klinische Symptome entwickelt haben oder zum Beispiel, als die Schule wieder losging, es dann nicht geschafft haben, quasi wieder aufzutauchen und die Schwelle zu überspringen, ja, Tag für Tag zum Beispiel wieder in die Schule zu gehen. Wenn Erwachsene oder welche, die gerade keine Kinder zu Hause haben, wenn die über Schule sprechen, dann sprechen die ja oft über, wie viel Wissen wird vermittelt und hoffentlich machen die das in der Schule gut und jetzt muss man wieder ganz viel aufholen nach Corona. Bei Ihnen wird's da ganz schlecht, wenn Sie solche Sätze hören, oder? Absolut. Weil Schule ja was ganz anderes ist für Kinder und Jugendliche oft. Ja, und weil ich aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht sagen muss, Mann, also den Kindern und Jugendlichen ist echt viel zugemutet worden. Ja? Und also jetzt erleben wir das Phänomen, natürlich, das ist ja auch der Job der Lehrer, aber das Phänomen ist jetzt, dass die Lehrer oft sagen, so und jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und das wird ein anstrengendes Schuljahr, wir müssen ja ganz viel nachlernen. Ja? Und ich habe dann die ganzen Kinder da sitzen, die sagen, oh, und ich habe eh schon irgendwie Sorge gehabt, weil wir doch so viel verpasst haben und nur so wenig Unterricht gehabt haben und jetzt wird auch noch so ein Stress gemacht. Ja? Und das erzeugt natürlich auch wieder emotionalen Druck und eventuell auch wieder neue depressive Verstimmungen. Also wir könnten den Rat geben, dass der eine oder andere Lehrer, der eine oder andere Schulleiter dann auch sagt, wie wäre es, wir machen doch den Ausflug, wir machen doch den Wandertag, also, anstatt jetzt nochmal Mathematik. Ja, wir haben da auch zusammengesessen, die Leitungen hier vom Stadtjugendamt und vom Jugendamt des Landkreises Heilbronn. In dem Punkt waren wir uns alle einig, ja, dass die Kinder einfach auch eine gewisse Frist brauchen, ja, sich wieder, sag ich mal, einzugrooven, ja, auf diesen normalen Alltag und auf normale Anforderungen und dass das nicht gesund ist, wenn das jetzt mit der Brechstange sozusagen von Tag 1 an durchgezogen werden soll. Sie haben uns ja sehr ausführlich und gut viele Symptome genannt, Kernsymptome, die immer wieder und bei jeder Erkrankung, Depression auftauchen, also diese Dinge, die Sie uns vielleicht noch mal kurz nennen, die Stimmung, die Denkhemmung, das Grübeln, sowas als Hauptsymptome. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, woran kann ich eigentlich entweder als Eltern, als Lehrer, als Umgebung eigentlich ermessen, wann ist das Ausmaß dessen, was ich feststelle, normal oder halbnormal und wann rutscht es ab in eine Krankheit? Also wir nehmen als Gradmesser häufig die sogenannte Alltagsfunktionalität her. Das bedeutet, dass wir uns anschauen, wie gut ist denn ein Kind oder ein Jugendlicher noch in der Lage, seinen normalen geplanten Alltag zu bestreiten. Und wenn da zum Beispiel sichtbar wird, dass ein Jugendlicher mit einer Depression morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, dadurch nicht mehr rechtzeitig in der Schule erscheint, ja? Oder wirklich seine Hobbys irgendwie gar nicht mehr besucht, dann sind das so ein Stück weit beobachtbare, ja, und messbare Indikatoren dafür, dass das einen Krankheitswert hat und dass dieser Jugendliche eine Behandlung braucht. Ja, das ist sehr häufig so. Es gibt aber auch andere Konstellationen, wo Erwachsene, die Eltern zum Beispiel,
scheinbar gar nicht so richtig was gemerkt haben und wo die Jugendlichen eher in so einen inneren Tunnel reingeraten sind. Ja? Eigentlich diese ganzen Grübelgedanken, diese ganzen Selbstabwertungen, diesen Selbsthass wirklich mit sich selber ausgemacht haben, dann häufig auch angefangen haben, sich selbst zu verletzen und wo plötzlich über einen Suizidversuch, ja, der scheinbar aus heiterem Himmel kommt, ja, alle wachgerüttelt werden und die Eltern überhaupt erfahren, was sozusagen innerlich vorgegangen ist. Also das passiert tatsächlich, dass das die direkteste Umgebung, die es überhaupt gibt, ja, nämlich Zusammenleben in, ja, einem Haushalt, nicht bemerkt, oder? Ja. Also das ist jetzt nicht die Regel, mhm, ja, aber solche Fälle gibt es immer wieder. Das sind dann oft Jugendliche, die bei uns notfällig in unserem Krisenbereich aufgenommen werden. Und da müssen wir dann erstmal ein Transparenzgespräch führen. Das heißt, dann laden wir tatsächlich die Eltern ein und dann schaffen wir erstmal sozusagen eine Transparenz darüber, was der Jugendliche berichtet hat und was sozusagen dem inneren Erleben entspricht. Für Laien erkennbar die Depression. Wer erkennt Ihrer Meinung nach Depressionen am ehesten? Passiert es tatsächlich, dass Lehrerinnen und Lehrer aufmerksam werden? Also ich finde, dass Lehrer, Lehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter eine ganz wichtige Funktion haben. Und weil ich das jetzt gerade so gesagt habe, ja, dass manche so viel Druck erzeugen. Also ich finde, dass ganz viel Gutes und Wichtiges passiert im schulischen System. Ja, weil wir tatsächlich häufig zum Beispiel den Fall haben, dass gerade Schulsozialarbeiter als Erste zum Beispiel von sozialen Schwierigkeiten, von Zurückweisungen, von Abwertungen und von Mobbing erfahren und tatsächlich sie die ersten Ansprechpartner auch für die Kinder sind. Da gibt es nämlich dann doch viele, die sich irgendwie schämen, ja, das mit den Eltern zu besprechen und so. Und von daher haben die eine ganz wichtige Schnittstellenfunktion. Und wichtig ist aber, dass sie eben dann auch notwendige Hilfe aufgleisen und irgendwann die Eltern auch möglichst mit ins Boot nehmen. Nun gibt es ja oft bei, wenn Kinder, wenn man über Depression bei Kindern spricht, den Hinweis, naja, komm, das wächst sich ja wieder aus. Mhm. Bei kleinen Kindern, wie ist das tatsächlich, dass ich es merke, das geht über das hinaus, was jetzt gerade eine Phase dieses Kindes ist? Also natürlich gibt es Situationen, in denen es gewisse Unsicherheiten gibt. Ja? Wie intensiv behandeln wir, wie sehr, ja, vertrauen wir auch auf eine gesunde Gesamtentwicklung und warten mal ab und warten mal zu. Aber also da, wo Eltern sich unsicher sind, gerade bei jüngeren Kindern, ja, ist es häufig hilfreich, ja, das Kind tatsächlich ärztlich anschauen zu lassen, vielleicht auch zum Kinder- und Jugendpsychiater oder in das sozialpädiatrische Zentrum hier im SLK-Klinikum zu überweisen. Weil, was wir wissen, unsichere Eltern, ja, spiegeln natürlich auch die Unsicherheit, ja, in ihrer Wahrnehmung wieder dem Kind gegenüber. Und es kann prognostisch wichtig sein, dass die Eltern sich sicher sind, wie sie mit gewissen Schwierigkeiten, Trotzverhaltensweisen, Aggressionen, Verhaltensauffälligkeiten des Kindes umgehen, ja, damit sich das Kind auch gut wieder rausentwickeln kann. Also von daher, wenn jemand zu uns zum Beispiel zu einer Abklärung kommt, dann heißt das ja noch nicht, dass daraus eine Behandlung um jeden Preis resultiert, sondern es kann auch einfach mal eine Sichtung und ein Beratungsgespräch sein. Sie nannten bei Schulkindern, Sie berichten von Traurigkeit. Mhm. Wem berichten Sie das eigentlich? Ist das so ein tatsächlicher, wie soll ich sagen, in einem Gespräch, das sagen, weißt du, ich bin immer so traurig. Ist das tatsächlich die Aussage oder muss ich da sehr viel mehr Gespür entwickeln, um das zu erkennen? Also ich würde sagen, dass die Schulkinder das jetzt nicht so proaktiv, ja, unbedingt jedem auf die Nase binden, ne, sondern wenn man sie konkret fragt, können die das relativ gut in Worte fassen. Ne? Mhm. Das tun wir ja bei diesen Untersuchungen. Und ansonsten ist das natürlich oft zu beobachten. Also, dass Kinder zum Beispiel labiler sind und schon bei einer kleinen Zurechtweisung plötzlich anfangen zu weinen, ja, wo man irgendwie denkt, ach, naja, es war ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Ja, und trotzdem merkt man, das Kind ist dünnhäutiger, es ist verletzlicher, vulnerabler, fängt schneller an zu weinen.
Sie haben auslösende Faktoren genannt. Das sind nicht immer die Ursachen, es sind vielleicht auslösende Faktoren. Sie sagten, Schule kann überfordernd oder unterfordernd sein. Kann es auch sein, wenn Kinder die Schule wechseln müssen, weil sie eben ins Gymnasium gehen und ihre Freunde gehen weiter in eine andere Schule? Das ist ein Klassiker. Das ist eine klassische Dilemmasituation, mit der wir sehr oft konfrontiert sind. Wenn wir zum Beispiel auf der Schulkinderstation eine stationäre Behandlung machen, feststellen, ach, es wäre gut, ja, wenn es vielleicht eine schulische Entlastung gäbe für die Zukunft, ja, man es dem Kind anforderungsmäßig leichter machen würde und dann sagt das Kind, das kommt aber auf keinen Fall in Frage, weil ich will bei meinen Freunden bleiben. Ich werde die Schule nicht wechseln. Ja. Mhm. Und dann braucht es da viel Fingerspitzengefühl, man muss auch immer gucken, ja, wie positionieren sich die Eltern dazu, um da irgendwie eine gute Lösung zu finden, die das Kind dann hoffentlich doch annehmen kann. Ja, aber was mache ich jetzt, wenn das Kind damit offensichtlich nicht zurechtkommt, dass es ohne seine alten Freunde in einer neuen Schule, die mögen mich nicht, die finden mich doof, die nehmen mich nicht auf in ihre Spielgruppe, was mache ich denn dann? Da setzt Therapie natürlich auch an. Und wenn wir zum Beispiel in der stationären Therapie einen Schulwechsel empfehlen oder das sozusagen auf den Weg gebracht wird, dann führen wir zum Beispiel bei solchen Konstellationen auch therapeutisch begleitete Schulversuche durch. Also, dass wir nicht sagen, ja, wir entlassen dich jetzt und du musst dann einfach alleine auf die neue Schule gehen, sondern dass man das tatsächlich in die Behandlung einbettet und das Kind zum Beispiel die ersten ein, zwei Wochen wirklich von der Station in die neue Schule begleitet, das sozusagen flankiert, dafür sorgt, dass es vielleicht einen Paten gibt in der Klasse, dass die Lehrer sensibilisiert sind für die besonderen Belange des Kindes und so, dass gute Erfahrungen und Sicherheit möglichst schnell entstehen kann. Das Ziel ist, dass wir die Kinder mit einer Zuversicht, ja, dass es besser weitergeht, entlassen können. Also das mit den Schulpaten, das machen ja kluge Schulleiterinnen und Schulleiter heute schon in ihren Schulen. Das hat mich immer gefreut, wenn ich darüber gelesen habe oder schreiben durfte in der Zeitung, dass dann einfach ein älterer Schüler, eine ältere Schülerin zugeteilt wird und sagt, du bist zuständig, da kommen die Neuen. Achte mal darauf, dass die sich zurechtfinden, dass die jemanden finden zum Spielen und teil uns mit, wenn es gar nicht gut geht und wenn es da Probleme gibt. Richtig, das fängt an sozusagen, dass ein Sitzplatz definiert ist, ja, dass man weiß, der neue Schüler, der vielleicht mit Ängsten oder mit Sorgen oder negativ eingestellt kommt, der hat einfach einen guten Banknachbarn, der sich kümmert, ja, der den Neuen nicht alleine lässt. Und in diesen Schulversuchen flankieren wir sozusagen wirklich die ersten Tage, gucken in den Zwischenpausen, wie ist es gelaufen, versuchen vielleicht Kontakt auch zu vermitteln zu anderen Klassenkameraden auf dem Pausenhof. Um solche Erfahrungen geht es dann letztendlich. Sie hatten sehr ausführlich das Thema suizidale Gedanken und Handlungen hervorgehoben. Das klang da zum Teil so plakativ, so überlegt, als ob die Kinder und Jugendlichen das so überlegt machen. Ich sammle das jetzt und dann mache ich das. Oder wie erfahre ich von diesen Gedanken, von diesen Vorhaben? Naja, also als Kinder- und Jugendpsychiater, als Therapeut frage ich natürlich, ja. Also die Erfassung von suizidalen Gedanken gehört immer zu diesem psychopathologischen Befund dazu, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ne? Auch da ist es wieder sehr unterschiedlich, was die Umwelt schon wusste. Da gibt es sozusagen Familien, wo die Eltern ganz transparent Bescheid wissen, ja, das Kind hat suizidale Gedanken, wo es sogar so ist, dass das Kind sich mitteilt, dass man in der Familie drüber sprechen kann. Aber es gibt eben auch viele Konstellationen, wo die Eltern das nicht so genau wissen, weil die Jugendlichen ja, Scham haben oder das sozusagen als ihr intimes Thema begreifen, was sie nicht mit den Eltern besprechen möchten oder vielleicht die Eltern sogar mit Auslöser sind, ja, für solche suizidalen Gedanken. Und dann ist da auch wieder unsere Aufgabe, eine Transparenz herzustellen, sodass alle sich dann auch mit der Situation irgendwie arrangieren können, sich irgendwie sicherer fühlen, weil sie wissen, was los ist. Sie haben jetzt geantwortet als derjenige, der die Therapie macht und den Jugendlichen und das Kind in einer Einrichtung erkennt. Aber wenn ich das Kind in der Familie oder in der Nachbarschaft oder in meiner Schulklasse habe, wie
was kann ich tun, damit Dinge wie Mobbing, wie Unter- oder Überforderung, wie falsche Gedankengänge, immer wieder Grübelei nicht in Depression münden? Habe ich dazu überhaupt eine Chance? Naja, so gut es geht, eben an den Belastungsfaktoren ansetzen. Ne? Also wenn man sieht als Schulsozialarbeiter, das Kind ist eher im sozialen Abseits, ja, vielleicht proaktiv ein Gespräch anbieten, überlegen, was können wir tun, machen wir mal ein moderierendes oder ein moderiertes Gespräch mit dem gemobbten Jugendlichen und den drei anderen, ja, die vielleicht diejenigen sind, die mobben, so etwas kann helfen. Eltern einbeziehen, wenn Überforderungen sozusagen im Raum stehen, vielleicht eine Abklärung eben empfehlen beim Spezialisten, also wachsam bleiben. Leserinnen und Leser haben uns ja Fragen geschrieben, die sie haben, und da heißt eine: Sind Depressionen bei sehr ehrgeizigen, strengen, dominanten Eltern, Klammer auf, Lehrern, häufiger anzutreffen als bei sehr ehrgeizigen, strengen, dominanten, Klammer auf, Lehrer, Eltern oder Lehrer? Ich weiß jetzt nicht, ob das hieß Eltern, die auch Lehrer sind, oder ob es heißt Eltern und Lehrer. So, jetzt dazu, ich gebe Ihnen die Frage jetzt weiter. Soll ich dazu sagen? Also ich würde sagen, da muss nehmen ich Sie sie ernst. Ich muss mich diplomatisch ausdrücken. Nö, geben Sie mir Antwort. Also man kann das nicht pauschalisieren, weil man einfach sagen muss, es gibt Kinder, die sind sehr resilient. Ja? Das heißt, es gibt Kinder, die können gut, ja, mit Anforderungen, mit Herausforderungen, vielleicht auch mit hohen elterlichen Erwartungen umgehen. Ja? Und es gibt Kinder, die können das nicht. Ja? Und ich würde sagen, in einer solchen Konstellation gibt es womöglich ein erhöhtes Risiko, ja? Dass ein Kind eine emotionale Problematik entwickeln könnte. Mhm. Sie haben es selber genannt, hier wird es als Frage gestellt, ob Depressionen bei Erwachsenen häufig oft die Folge von kindlichen Depressionen sind oder eben nicht behandelten Depressionen, oder von, ob es dann sozusagen Rückfälle sind. Also man muss grundsätzlich nochmal sagen, dass wir ein multikausales Entstehungs oder wir betrachten die Entstehung von Depressionen multikausal. Es ist ein Stück weit eben biologische Prädisposition, die eine Rolle spielt. Es sind, wie ich es dargestellt habe, Belastungsfaktoren, Ursachen, Auslösefaktoren, und letztendlich ist es eine Mixtur aus beidem. Und je häufiger oder je stärker sozusagen diese biologische Prädisposition eine Rolle spielt, ne, desto größer ist quasi auch das Risiko, dass jemand im Laufe seines Lebens immer wieder solche depressiven Phasen entwickeln wird. Wenn es eine isolierte Depression im Kindesalter ist, aufgrund vielleicht einer schulischen Überforderungssituation, sich das nach dem Schulwechsel aufgelöst hat, ja, dann wäre ich optimistisch, ja, dass dieses Kind auch ohne weitere depressive Phasen vielleicht durchs Leben kommt. Vorhin haben Sie gesagt, eigentlich ist man bei so einer Depression nicht irgendwann total geheilt. Mhm. Ist das so? Es ist immer latent da? Also bei einer klassischen, wirklich klinischen Depression ist es so, dass man nicht erwarten kann, dass man nach einer stationären Behandlung wie bei der Lea von einigen Wochen quasi gesund die Klinik verlässt, ne? Sondern ich sage auch immer, wir müssen uns angucken, wie ist sozusagen der Weg in die Depression gewesen. Der ist ja auch teilweise über Monate oder über Jahre sozusagen gewesen. Und über einen solchen Zeitraum ist jemand in die Depression reingerutscht, und dann braucht er auch Zeit, ja, um mit Unterstützung durch Therapie quasi diesen Weg wieder aus dem Loch rauszugehen. Und das dauert eben auch eine Weile. Es hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie lange das dauert. Sie hatten es ja auch schon angedeutet, und die eine Frage eines Lesers oder Leserin heißt, inwieweit bedingen sich Krankheitsbilder wie Depression und ADHS gegenseitig? Ja. Und welche Probleme ergeben sich dann beispielsweise bei der Medikation von den unterschiedlichen Krankheitsbildern? Ja, also bei der Kombination aus einem ADHS mit einer Depression muss man sagen, dass wir sehr häufig quasi die Situation haben, dass ein Kind, was ein ADHS hat und durch sein auffälliges Störverhalten aneckt, zum Beispiel in der Schule oder im Hort oder auch zu Hause,
ja, ganz viele Negativerfahrungen kassiert. Ja, es entsteht sozusagen das Gefühl, ich bin derjenige, der immer Probleme macht, ja, der vielleicht abgelehnt wird, ja, der irgendwie so quasi die Rolle des Klassenclowns hat. Und diese Negativrückmeldungen, die können Kinder in so ein depressives Erleben reinführen, ne? Und in solchen Konstellationen konzentrieren wir uns in erster Linie darauf, die Wurzel des Problems zu behandeln, eigentlich das ADHS, um zu schauen, entstehen dann bessere Erfahrungen, mehr positive Interaktion und löst sich dann vielleicht auch dieses depressive Befinden mit der Zeit auf. Mhm. Eine klare Frage heißt, Nägel kauen und stottern, kann das Anzeichen sein für eine psychische Störung? Ja, kann Anzeichen sein für eine psychische Störung grundsätzlich, ja. Allerdings ist es nicht spezifisch jetzt für eine Depression oder so etwas. Und dann weitergedacht, begünstigen Depressionen die Entstehung dann später von Demenz? Also ich frage, hinterlassen Depressionen Veränderungen im Gehirn? Also man weiß das, ne, dass es eine deutlich erhöhte Rate von Demenzen im Alter gibt bei Patienten, die vorher Depressionen gehabt haben. Allerdings sind das sicherlich Korrelationen, die innerhalb des Erwachsenenalters und Untersuchungen, die innerhalb des Erwachsenenalters gemacht wurden. Jetzt aus einer kindlichen Depression sozusagen eine Angst oder eine Sorge zu entwickeln, dass derjenige irgendwann dann ganz später eine Demenz kriegt, entspricht jetzt so ein bisschen nicht dem Blickwinkel von mir als Kinder- und Jugendpsychiater. Ja, wir sind darauf aus, das zu heilen. Okay. Sie hatten ja Psychotherapie genannt und da ganz speziell die kognitive Verhaltenstherapie genannt. Mich interessiert ganz stark dieses Auflösen und Umstrukturieren von diesen Denkweisen. Vielleicht könnten Sie noch die eine oder andere Denkweise noch mal kurz erinnern und wie Sie sie auflösen. Also da gibt es ja dieses, ich bin nichts wert oder ich bin nicht so gut wie die oder ich kann das nicht oder ich habe so. Also depressive Patienten neigen dazu zu generalisieren. Das heißt, wenn irgendetwas Schlechtes passiert, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, die 4 in der Arbeit, ja, dann sehen sie sozusagen in diesem Einzelereignis eine Bestätigung, dass sie insgesamt schlecht sind, es nicht wert sind, ja, vielleicht gar nicht am Leben sein sollten, wenn es extrem ist. Und die Aufgabe des Therapeuten ist es eigentlich, mit dem Patienten gemeinsam auf die Suche nach Gegenbelegen für diese generalisierte Annahme, ich bin schlecht und das gilt immer und überall, zu gehen. Ja, und Gegenbelege, also der Therapeut hat eigentlich die Aufgabe, den Patienten so ganz vorsichtig, ja, auch in eine alternative Sichtweise reinzuführen, indem er Fragen stellt, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja? Was hast du beim letzten Mal in der Mathearbeit gehabt? Ach, du hast eine 2 gehabt. Ja, aber das heißt ja, dass du gar nicht immer jetzt irgendwie schlechte Noten oder sowas schreibst. Wie passt denn das jetzt zu deiner Sichtweise, dass du immer und überall schlecht bist und nichts leisten kann und nichts wert bist? Ja? Und so versucht man sozusagen punktuell negative Generalisierungen, die im Rahmen von diesem depressiven Denken häufig sind, psychotherapeutisch sozusagen umzudeuten und den Patienten in eine differenziertere Sichtweise. Und das könnte ich ja auch im Alltag machen, mit einem Menschen, der immer nur das Schlechteste sieht. Dass ich ein paar Dinge lenke auf etwas sehr Gutes, auf etwas Tolles, was er gemacht so hat. So ist es. Auf etwas, was sehr schön war, was er kann, was er toll kann. Ja, absolut. Absolut. Wie sieht es eigentlich aus? Ist dieses kognitive, diese Denkmuster, sind die auch perfektionistisch zum Teil? Also ich muss alles am besten können oder meine Mama ist so eine tolle Frau, ich muss auch so jemand Tolles werden oder ist das eher nicht der Fall, dass Perfektionismus in Depression führt? Ja, doch. Also das kann ein Risikofaktor sein, weil wenn ich als Schüler oder Schülerin im Prinzip mir auferlege, ich muss immer nur 1er schreiben. Ja, wenn ich schon eine 1- habe, dann ist es eigentlich schon schlecht, dann bin ich nicht mehr zufrieden. Dann habe ich natürlich ein viel höheres Risiko der Enttäuschung, ja, und ein viel höheres Risiko, ein Gefühl aufzubauen, ich habe nicht dem entsprochen, ja, was ich mir vorgenommen habe.
also ein Enttäuschungsgefühl, wie wenn ich nach dem Motto lebe, 4 gewinnt, ja, Hauptsache ich komme durch, ja, und ich freue mich über jede Note, die besser ist als 4. Das ist übrigens ein Motto, was ich bei solchen Patienten gerne als Therapeut vertrete. Ich sage dann immer, du, also ich fände es toll, wenn du mal eine 4 schreiben würdest, ja, weil ich habe tatsächlich viele Patienten, die eher sich unter Leistungsdruck setzen, die sehr gut sind auch in der Schule, ja, und da geht es therapeutisch dann auch manchmal darum, so einen Gegenpol zu setzen. Gut, wann muss eigentlich ambulante Betreuung enden und stationäre Betreuung anfangen? Da sind wir tatsächlich wieder bei diesem Parameter, wie gut funktioniert der Alltag noch. Und wenn jemand aufgrund einer Depression quasi den ganzen Tag nur im Bett liegt und sich völlig zurückgezogen hat, nicht mehr in der Lage ist, aus dem Haus zu gehen, die Schule zu besuchen, Freunde zu treffen, dann ist das eine Indikation für eine stationäre Behandlung, zumindest für eine intensivere Behandlung. Tagesklinik käme auch in Frage. Und ganz wichtig, akute Suizidalität ist natürlich immer um jede Tages- und Nachtzeit eine Indikation für eine stationäre Notfallaufnahme. Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater, wo liegt der Unterschied und wann kommt wer ins Spiel? Tja, also da könnten wir jetzt nochmal 90 Minuten drüber reden, ja. Okay. Aber also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also der Psychiater, also die richtige Bezeichnung ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Das bin zum Beispiel ich, ja. Okay. Und ich habe sozusagen Medizin studiert und habe dann meine Weiterbildung gemacht zu diesem Facharzt. So. Dann gibt es den Psychologen. Der Psychologe hat Psychologie studiert. Sonst hat er eigentlich nichts gemacht. Ja, der hat auch noch keine Weiterbildung gemacht zum Psychotherapeuten. Das ist eigentlich das psychologische Pendant zu diesem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Das ist sozusagen die Schiene, wenn man Psychologie studiert hat. Ne? Mhm. Und Psychotherapeut, ja, kann ein Arzt sein, kann eben ein Psychologe sein. Ist auch so eine Bezeichnung. Geben Sie uns eine Handlungsempfehlung für Eltern, Lehrer, sage ich mal für Eltern. Was tue ich, wenn ich Auffälligkeiten entdecke? Wo bekomme ich schnell Hilfe? Ich habe Ihre Wartezeiten in Erinnerung und Ihre Überbelegung und Ihre Auslastung und dass Baden-Württemberg nicht gut ausgestattet ist. Wo bekomme ich schnell Hilfe? Aber wir geben uns trotzdem Mühe, weil wir sind ja eine Versorgungsklinik und ich sage mal, wenn das dringend ist, dann wird man bei uns nicht abgewiesen. Das heißt, Sie haben so eine Notfall. Absolut. Also wir sind ja 24 Stunden rund um die Uhr da und machen die Kinder- und Jugendpsychiatrische Notfallversorgung hier in der Region. Ne? Und dieses Jahr geisterte dann auch ja der Begriff Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie durch die Medien. Das werden vielleicht einige verfolgt haben. Das suggerierte so ein bisschen, selbst wenn man als Notfall in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt, dann wird einem nicht geholfen. Das stimmt nicht. Jeder, der als Notfall zu uns kommt, egal um welche Tages- und Nachtzeit, dem wird geholfen. Das heißt nicht, dass daraus sofort eine ganz lange stationäre Behandlung erwächst. Ja? Aber da lassen wir niemanden im Regen stehen. Grundsätzlich, wenn es jetzt um nicht so ganz akute Situationen geht, ja, empfehlen wir eigentlich immer die Vorstellung beim Hausarzt oder beim Kinderarzt noch besser. Die Kinderärzte sind wirklich exzellente Ansprechpartner, niederschwellige Ansprechpartner und die haben eine gute Fähigkeit auch zu filtern. Ja? Wo ist die Verhaltensauffälligkeit oder die Entwicklung so bedenklich, dass eine Überweisung zum Kinder- und Jugendpsychiater sinnvoll ist? Und gibt es Beratungsstellen ohne große Wartezeiten? Also Beratungsstellen gibt es selbstverständlich auch. Die sind nicht Teil des medizinischen Systems, ne? Aber die leisten hervorragende Arbeit. Die sind auch vernetzt mit uns in den Zirkeln. Ja? Und klar, auch Beratungsstellen können Situationen, die nicht notfällig scheinen, beurteilen und weiter verweisen oder lenken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gute Info Adressen brauche oder eben so eine Beratungsstelle, wo schaue ich im Internet, ohne auf die falschen Wege zu gelangen und irgendwelche Blödsinn zu lesen? Oder ich schaue bei Ihnen auf ZFP Weinsberg und bekomme da gute Informationen? Also ich weiß, dass die Stadt Heilbronn eine Übersicht hat, ja, für Hilfs- und Anlaufstellen. Da stehen sowohl die Beratungsstellen drin, da stehen wir als Kliniken drin. Da müsste es bei der Stadt Heilbronn auf jeden Fall etwas geben auf der Website.
Ja? Wir als Klinik sind natürlich auch Wegweiser. Ja? Und wenn man sich bei uns anmeldet oder telefonisch meldet, dann kriegt man bei uns auch eine Empfehlung, wo man hingehen sollte. Ja, ja, aber ich glaube, das würde ich empfehlen. Okay. Wir bedanken uns ganz herzlich, Dr. van Aken. Sie haben gesagt, Sie haben einen spannenden und sinnstiftenden Beruf, das haben Sie mir bei unserem Vorgespräch gesagt, denn wir sehen viel Erfolg, das wünsche ich Ihnen auch weiterhin. Ich finde, ich habe den tollsten Job der Welt, ja, und das sage ich tatsächlich aus voller Überzeugung. Ja, der Applaus sagt es Ihnen, dass auch hier Ihre Informationen, die Art und Weise, wie Sie uns das vorgetragen haben, sehr gut angekommen sind. Und wenn Sie noch mal ein bisschen nachlesen wollen oder den einen oder anderen Tipp vielleicht auch, wo man Informationen bekommt, die Kollegin Katharina Müller wird in der Heilbronner Stimme und bei stimme.de berichten über den heutigen Abend und den Inhalt. Ich danke Ihnen, dass Sie den Weg auf sich genommen haben. Es ist ja auch immer eine Überlegung, gehen wir in dieser Zeit zu einer öffentlichen Veranstaltung. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke den Kolleginnen der Stimme, der Sparkasse, dass Sie alles hier vorbereitet haben. Ihnen wünsche ich, bleiben Sie gesund, haben Sie eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir uns im Januar bei einer nächsten Abendvorlesung. Das kommt ganz darauf an, wie sich die Situation entwickeln wird. Dann wird es um Autoimmunerkrankungen gehen, wenn uns Corona zusammenkommen lässt. Dazu wünschte ich mir, dass sich viele, viele Nicht-Geimpfte entscheiden, sich doch noch impfen zu lassen. Das wäre für mich ein schönes Weihnachts- und Adventsgeschenk und vielleicht können Sie jemand in Ihrer direkten Umgebung davon überzeugen, uns dieses Geschenk, uns allen dieses Geschenk zu machen. Danke, dass Sie da waren. Dankeschön. Applaus